Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute bringen wir mal richtig Farbe in die Werkstatt. Und zwar mit diesem farbenfrohen DeWalt Akkuschrauber mit 12 Volt. Falls ihr euch wundert, ich habe mich im Intro nicht versprochen. Das ist natürlich ein 10,8 Volt Gerät. In Deutschland werden die Geräte aber in der Regel als 12 Volt Gerät bezeichnet bzw. betrachtet. Von Makita und von Bosch, das sind ja eigentlich auch alles 12,8 Volt bzw. 12 Volt Geräte. Das ist aber eigentlich alles dasselbe. Also nicht, dass ihr euch wundert und denkt, Makita hat ja jetzt 12 Volt und das hier ist nur ein 10,8 Volt Gerät. Alles das Gleiche. Was wir heute aber machen wollen, ist, ich möchte euch das Gerät mal ein bisschen vorstellen, die Vor- und Nachteile von dem Gerät, dann natürlich auch das Gerät noch testen, damit ihr euch einen Eindruck machen könnt. Zuerst einmal schauen wir uns die Box und Lieferumfang an. Was wir hier sehen, ist von DeWalt eine sehr kleine und kompakte Box, die also auch relativ schmal ist, aber dafür, ja, wie ihr seht hier, nicht weiter stapelbar. Wir haben hier einen Verschluss, den wir entsprechend öffnen können. Und hier drin sehen wir als allererstes eine Sache, die ich wirklich toll finde. Und zwar die Anleitungen stecken hier oben drin und fliegen nicht hier in der Gegend rum. Das finde ich super gelöst. Und da könnten sich andere Hersteller manchmal auch vielleicht eine Scheibe von abschneiden. Also das ist eine tolle Sache. Dann sehen wir hier übrigens ein Scharnier. Das heißt, wir haben jetzt hier kein einfaches Knickscharnier, wie es manche Billighersteller haben, wo entsprechend nach 10-mal auf- und zumachen das Ganze dann auch irgendwann abbrechen würde. Also wir haben hier ein kleines, richtiges Scharnier. Was haben wir denn im Lieferumfang? Das ist auch genau das, was man bekommen würde. Wir haben hier erst einmal das Ladegerät, was hier übrigens anzeigt, wie voll der Akku entsprechend ist. Wir haben dann hier den Akkuschrauber an sich mit einem 2 Ampere Akku und wir haben noch einen zweiten Akku auch mit 2 Ampere. Bevor wir jetzt auf die technischen Details mal gucken, möchte ich mal auf eine Sache kommen, und zwar die Farbe. Ich finde es wirklich super, dass wir hier mal ein bisschen Farbe in die Werkstatt bringen. Das habe ich, glaube ich, am Anfang schon gesagt. Und diese gelbe Farbe spricht mich enorm an, weil es so ein bisschen ja im Werkzeugkoffer mal einfach mal was anderes ist. Aber schauen wir uns die technischen Details mal an. Wir haben hier, wie vorhin schon gesagt, einen 10,8 Volt Akku bzw. einen 12 Volt Akku. Das größte Manko an diesem Akku ist, dass wir, wenn wir den mal genauer anschauen, wir haben hier nirgendwo eine Anzeige, wie voll das Ganze ist. Ja, also das fehlt hier einfach. Wenn wir das Ganze ins Gerät reinbringen, dann haben wir hier am Gerät auch keine Akkuanzeige. Das ist so das Einzige, was mir auch jetzt auf Anhieb als Minuspunkt einfällt. Ist jetzt kein, ja, ist jetzt nicht so schlimm, ist jetzt auch kein Weltuntergang, aber auf jeden Fall haben wir das hier nicht. Gucken wir uns aber mal das Akku oder den Akkulader an. Wir haben hier einen schönen kleinen kompakten Akkulader von DeWalt und können hier den 12 Volt Akku laden. Wir können hiermit aber auch, hier sehen wir das, auch die 14 Volt und auch die 18 Volt Akkus mit diesem einen und immer dem gleichen Akkulader laden. Wir haben hier eine Anzeige, wenn wir hier Strom dran haben, dann zeigt er hier in Rot an, dass er lädt und dabei blinkt er. Und dann haben wir das Ganze auch nochmal in Grün, wenn das Ganze voll ist. Schauen wir uns aber wieder das Gerät an. Wir haben hier ein sehr kompaktes Gerät und auch relativ kompakte Baumaße. Wir haben hier eine Länge von 18,5 cm und eine Höhe von nur 19,5 cm und eine maximale Tiefe hier, wenn wir uns das mal so angucken, von nur 5 cm. Wenn wir uns das jetzt mal mit meiner Hand anschauen, seht ihr schon, das ist ein wirklich enorm kleines und kompaktes Gerät, aber doch mit einer Menge Power. Zumindest testen wir das doch gleich mal. Ja, was für technischen Daten können wir jetzt hier noch sagen? Wir haben hier ein Gewicht von nur 1,1 Kilo. Es ist also wirklich sehr handlich. Und wir haben hier Newtonmeter. Das ist natürlich immer das Entscheidende. Wir haben hier im weichen Schraubfall haben wir 15 Newtonmeter oder im harten Schraubfall 24 Newtonmeter. Ansonsten haben wir hier auch ein Zweiganggetriebe. Das heißt, wir haben hier
Eingang, also den ersten Gang und den zweiten Gang, haben hier in dem ersten Gang 400 Umdrehungen. Das können wir übrigens auch ablesen. Wir haben hier 400 Umdrehungen maximal im ersten Gang oder im zweiten Gang 1500 Umdrehungen. Hier nochmal ein zweites wichtiges Thema, und zwar haben wir hier ein Bohrfutter mit einer maximalen Aufnahme von 10 mm. Zum Schluss hier noch der Hinweis, wir können in 15 Stufen das Drehmoment noch einstellen, beziehungsweise zu justieren, wann er abschaltet. Und wir sehen hier am Ende, dass das Ganze auch natürlich zum Bohren geeignet ist, nicht nur zum Schrauben, aber wir haben hier keine Schlagbohrfunktion. Dann wollen wir unsere Akkuschrauber auch mal testen. Wir werden jetzt ein bisschen in Holz bohren, wir werden jetzt in Stein bohren und wir werden natürlich auch die eine oder andere etwas größere Schraube damit reindrehen. Ich möchte euch heute mal ein Vorher-Nachher-Bild zeigen, und zwar, wie heiß wird das Gerät eigentlich bei starker Benutzung. Und als allererstes nehmen wir jetzt mal das Gerät, das ist völlig unbenutzt und steht jetzt einfach nur hier in der Gegend rum, und gucken mal, wie warm das Ganze ist. Wir haben hier so in Summe 21 Grad, weil ich es eben in der Hand hatte. Als allererstes schauen wir nicht, ob er maximal Power hat, sondern ob er sich rechtzeitig abschaltet. Wir haben hier eine relativ kleine Schraube und hier sehr weiches Kiefernholz. Und ich habe das Ganze jetzt hier auf Stufe 1 bei der Drehmomenteinstellung eingestellt. Und jetzt möchten wir doch schauen, ob er es wirklich stoppt oder ob er dann zu tief ins Material reingeht. Wir sehen, er ist genau bündig und schaltet wirklich rechtzeitig ab. So, jetzt haben wir eben schon mal eine ganz kleine Schraube ausprobiert. Jetzt wollen wir aber auch schauen, ob er auch etwas größere Schrauben reinschrauben kann. Wir fangen mal hier unten an. Das ist 4,5 x 60 Teilgewinde. Dann haben wir hier eine 6 x 140 auch als Teilgewinde oder eine 10 x 20 als Teilgewinde. Jetzt muss man aber bedenken, dass dieser Akkuschrauber nur für diese beiden Schrauben gedacht ist und nicht für so ein großes Monster hier. Müssen wir mal schauen, ob er es kann. Wenn er es nicht hinbekommt, ist er trotzdem immer noch in seinen Spezifikationen. Als nächstes testen wir jetzt hier mal die Bohrfähigkeit des Akkuschraubers. Was haben wir dafür gemacht? Wir haben hier einen 8er Bohrer. Wir haben das Ganze jetzt hier auf 2 gestellt. Und das hier ist Kalksandstein, also wirklich ein sehr harter Stein. Nicht zu verwechseln mit Yton. Also das ist schon eine harte Nuss hier. Als letztes haben wir jetzt nochmal hier einen Forstner Bohrer, um auch das mal zu zeigen, wie gut das funktioniert und ob die 1500 Umdrehungen ausreichen, um hier ordentlich ins Material zu kommen. Wir haben hier einen 28 mm Forstner Bohrer. Das Ganze natürlich hier auf Stufe 2. Jetzt wollen wir noch schauen, wie warm das Gerät eigentlich geworden ist. Wie immer schauen, mit 48 Grad im Motor drin, muss man sagen, der geht hier durch diese Lüftungsschlitze natürlich durch, ist es eigentlich ein sehr gutes Ergebnis. Als Fazit kann ich nur eins sagen, er hält genau, was er verspricht. Er ist klein, kompakt, hat wirklich viel Power und er ist gelb. In dem Sinne, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.